Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei unserer Familie Roberts im Fitnessstudio, wo unser guter Chris gerade ein Date hat, während unsere gute Jo befördert wurde. Und ja, die kann sich jetzt erstmal ein bisschen um sich selbst kümmern, denn wir wollen ja hier auch ein schönes Date haben und brauchen dafür erstmal 10 Interaktionen. Wir können uns ja hier noch ein bisschen kennenlernen, so ist nicht. Und freundlich wie wir sind, können wir natürlich auch noch andere Sachen machen. Genau, wir können eine fesselnde Geschichte erzählen. Das ist ein Plan so. Ich weiß gar nicht, warum Sims 4 jetzt schon wieder so stockt hier. So, jetzt ist schon wieder alles gut. Verstehe ich immer nicht. So, wir sind materialistisch. Alles klar. Also nicht wir, sondern Chanel, Cheyenne, Cheyenne, Chanel. Wie auch immer. Sie ist materialistisch. Ja, wir können ja auch noch einen Insider-Witz erzählen. Und natürlich auch noch weiter romantisch sein. Na? So, Romantik, schlüpfrige Frage, wie sie lacht. Oh, sehr herrlich. So, dann wollen wir sie mal weiter zum Lachen bringen. Die beiden sind manchmal echt süß. Schön, dass die beiden sich amüsieren. So, wir haben jetzt... Wow! Wir haben mit der Verabredung geflirtet. Sehr gut. Mit Verabredung flirten, wenn kokett. Das sollten wir doch auch noch hinbekommen. Einen Kuss hauchen werden wir einfach mal. Und dann sollte das hier auch reibungslos funktionieren. Was habe ich denn jetzt gemacht? Keine Ahnung. So, Romantik, Händchen halten ist natürlich auch drin. So, ist er denn hier vorne? Voll süß. Wie niedlich. Ah, wir haben unser Hauptziel erreicht. Sehr gut. Ja, es stinkt hier wirklich. Da hat Chanel Cheyenne auch recht. Ja, aber wir sind immer noch nicht kokett, sodass wir kokett mit ihr flirten könnten. Wir können aber im Sitzen mit ihr reden. Das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Wir versuchen es mal an der Stelle mit einem Anmachspruch. Das sollte bestimmt ganz gut funktionieren, hier um kokett zu werden. Und... machen wir nochmal ein Kompliment übers Aussehen. Perfekt, dann haben wir das auch geschafft. Gerade auch mal kokett geworden. Und jetzt sollen wir auch noch leidenschaftlich küssen. Oh nein, der Ton. Es sagt mal wieder, es ist ein Träumchen. Ich mach mal Pause, in der Hoffnung, dass es gleich wieder aufhört. Ah, perfekt. So, aufreizen, posieren, natürlich. Bitten, Freundin zu sein, einen Kuss hauchen. Nein, ich würde gerne den ersten Kuss erleben. Das würde mich jetzt glücklich machen. Oh, Moment. So, dann zeigt uns mal euren ersten Kuss. Oh. Oh. Wie schön. So, dann können wir jetzt hoffentlich auch leidenschaftlich küssen. So, Romantik. Aufreiz posieren, Hände küssen. Können wir natürlich auch mal machen. So, ja, sie stinkt immer noch vor sich hin. Und wir dackeln hinterher. Ah, sie muss auf jeden Fall mal auf Toilette, wie es aussieht. Da, da, da. So, wo gehen wir eigentlich hin? Ach so, wir treffen uns jetzt hier vom Schrank. Um die Hände zu küssen. Das ist ein Träumchen. Rose anbieten ist natürlich auch schön. Hier, ich weiß, du möchtest lieber eine Toilette. Aber hier, die Rose. Für dich, meine Liebe. Ah, wie schön. So, wollen wir sie mal kurz auf Toilette lassen? Wäre vielleicht keine schlechte Idee, oder? Dann geht es ihr vielleicht besser. Aber ich möchte sie halt gerne noch leidenschaftlich küssen. Ich möchte das schaffen. Ewige Liebe erklären, natürlich. Hier, leidenschaftlich küssen, sehr schön. Es ist bereit. Küsst das stinkende Etwas. Yay. Riechst du die leidenschaftlichen Gefühle? Oh, meine Güte. So, haben wir unsere Verabredung auch leidenschaftlich geküsst. Sehr schön. Und ihr hat es gefallen. Yay, wir sind sogar hier mit dem Rang gestiegen. Sehr gut. Und jetzt wollen wir nur noch im Sitzen mit ihr reden. Aber ich würde ihr mal empfehlen, auf Toilette zu gehen und eventuell auch mal zu duschen. Nur so eine Idee. Und wir können ja in der Zwischenzeit nochmal Zitronen futtern. So. Chanel Cheyenne, du kannst mal hier dich duschen gehen. Was hältst du davon? Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee. Wir sind auch gar nicht mehr krank, ne?
Sie geht doch einfach nicht. Die ganze Zeit will sie und muss sie, aber jetzt macht sie nichts. Ist ja faszinierend. So, Hunger geht immer noch nicht hoch. Egal, wie viel Zitronen wir hier essen. So, jetzt aber. Sehr gut. Ich pfeife jetzt mal noch eine hinter. So, Zitronen sind toll. Ey, frisst er die ganze Zeit die Zitrone, ist unglaublich. So, geht sie denn jetzt auch gleich duschen oder sich wenigstens die Hände waschen? Ja, siehst du, Hände waschen war jetzt schon mal ein guter Erfolg. Aber sie stinkt immer noch. Ja, geh mal duschen, Häschen. Du stinkst nämlich echt arg doll. Aber wir wollen lieber küssen, natürlich. Dann sollten wir uns vielleicht auch mal noch irgendwo hinsetzen. Und da waren wir wieder kokett. So, ich möchte mich gerne irgendwo hinsetzen. Ist das denn möglich? Haben wir hier irgendwo eine Bank? Ach, da drüben. Da haben wir Sofas. Da können wir uns mal hinplatzieren. Nickerchen machen. Na gut, ich lasse die beiden erstmal zusammen reden. Dann sollten sie sich hier hinsetzen können. Hoffe ich. Wo ist sie denn jetzt hingelatscht? Wäre cool, wenn sie mal in eine Dusche gelatscht wäre. So, wo ist sie denn jetzt? Ach, sie steht da noch. So, können wir sie dazu einladen, mit uns hier zu sitzen? Bestimmt, ne? Wenn wir sie einfach mal herbeirufen. Ospar! Mit wem umarmt sie sich denn da hinten? Wer ist er denn? Hallo? Ach so, war eine Frau. Man kann sagen, es sah gerade aus wie ein Kerl von Weitem, aber das, hat mich gerade nur getäuscht. Tut mir leid. Oh, wie doof. So, Chanel Cheyenne kommt. Und sie stinkt immer noch. Total toll. So, kann sie sich nicht mal hier... Genau. Pflanz dich mal neben uns. Dann können wir auch noch hier im Sitz miteinander reden. Warum du? Nora. Hallo, du musst aufstehen. Nicht du. Ach Mann, ey. So, so. Ja, genau. Du musst weg. Jo. Wir reden einfach nochmal mit ihr und hoffen, dass sie sich dann hinsetzt. Bewunderung ausdrücken, meinetwegen. So, entweder setzt sie sich jetzt zu uns oder wir reden wenigstens. So, warum sind wir jetzt eigentlich hier mit ihm beschäftigt? Der sitzt irgendwo anders. Ah, Gott sei Dank. Sie setzt sich zu uns. Yay, perfekt. Das ist gut. Sims gleichzeitig verspielt sein lassen, ja, weil es ja auch so einfach ist. Levelaufstieg. Ja, wie schön. Verspielt sein lassen. Dann werden wir mal sie mit Handschocker reinlegen. Hehe. Das fände ich sehr cool. Aber wir haben ja eh schon Goldrang erreicht. Ist jetzt hier nicht so. Oh, ist ja süß, ey. Macht er das selber bei sich? Schon irgendwie doof gelaufen, aber trotzdem lustig. So, schmutzigen Witz erzählen können wir ja auch mal. Hey, was hört er denn dazu? Geh weg. Und er findet es toll. Oh, ist das lustig. Machen wir hier nochmal einen Insider-Witz. Dann versteht er den wenigstens nicht. So, lustig. Jemanden parodieren. Oh, was mischt er sich da denn schon wieder ein? Oh, Alter. Sie sieht voll abgeranzt aus. Darf ich vorstellen, unser Date. Scheiße, sie sieht aus, als wäre sie im Müllcontainer gelandet. Oh Mann, was will er denn von uns? Er geht mir voll auf den Sack, ne? So, Verabredung ist eh abgeschlossen. Belohnung haben wir auch bekommen. Yay, wie cool ist das denn? Ich glaube, wir sollten uns jetzt mal nach Hause verdrücken. Komm schon, Chris, wir gehen nach Hause. Ah, unsere liebe Jo müsste auch schon wieder aufgestanden sein. Und dann gucken wir mal, was da so passiert ist. Und ja, das war eine schöne Verabredung, wie ich finde. Wo trottet Chris denn jetzt hin? Er muss doch hier raus. Bin ich doof? Und warum trottet sie hinterher? Achso, er geht außen rum. Ja, auch eine Idee. Tschüss, Chris. Wir sehen uns dann gleich zu Hause und so. Bis bald. Tschüss. Arrivederci. Bye, bye. Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Kuckuck. Ah, klicke im Live-Modus auf einen Teller und halte die Maustaste gedrückt, um ihn in den Müll zu ziehen. Das weiß ich mittlerweile schon. Ha, ist das nicht romantisch gewesen? Ah, ich fand's voll schön. Ja, kaufe Samen kennen wir auch schon. Ich find's aber lustig, wenn's kurz gestockt hatte, dreht sich dieser Diamant total schnell hinterher. So, wup. Müsste mal drauf achten. Du suchst eine schnelle Methode, um deine Emotionen zu ändern. Versuche es mal mit dem Teekocher Teemagie. Aha. Das wusste ich noch nicht. Deswegen lese ich die Tipps ab und zu ganz gerne durch.
Du bist soeben eingezogen. Halte Ausschau nach Nachbarn, die dich gerne in deinem neuen Zuhause willkommen heißen möchten. Oh ja, das Update mag ich auch sehr. Finde ich cool, dass es das jetzt gibt. Yay! Und da waren wir wieder zu Hause und haben uns gleich mal mit Schwesterherz getroffen. Hallo, wie geht's? Alles gut? Wir können ja mal ein Geheimnis ausplaudern. Ich meine, wir sind gerade hierher gekommen, da will man sich doch gleich wieder mitteilen. Und Soziales kann sie auch ein bisschen vertragen, unsere Joe. Dann unterhalte ich mal mit deinem Bruder, er ist so noch voll am Schwärmen hier. Jo, er erzählt ein Geheimnis, wir sind einfach mal lustig, weil wir nun mal so sind. Und dann können wir auch noch ruhig ein gemeinsames Foto machen. Ach nee, hier ist was los. Tschüss! Oh, wie gut. So, lustig. Parodieren wir einfach nochmal jemanden. Dann haben wir so wenigstens auch noch ein bisschen Spaß. Und Soziales. Polizistenwitz machen, na, ganz toll. Lustige Geschichte erzählen, meinetwegen. Ach so, die beiden gut drauf. So, sehr schön, reicht auch. Habt ihr recht. So, Chris geht erstmal auf Toilette. Und Level 6 der Schelmfähigkeit erreichen. 10 Streiche spielen. Und da kriegen wir doch ganz gut hin. Nicht begonnen, wir haben 3 Tage Zeit, bis wir wieder arbeiten müssen. Ja, würde ich sagen, kümmern wir uns ein bisschen um die Schelmfähigkeit. Die können wir auch mit dem Mikrofon erreichen, ne? Das habe ich, glaube ich, gerade vorgelesen gehabt. Weil dann würde ich das gerne mal kaufen wollen. So, wo finde ich das denn bei Aktivitäten und Fähigkeiten, ne? So, absolut akzeptable Digicamp. Ach nee, so, nehmen wir das Ganze mal hier in Silber. Und dann können wir hier auch ein bisschen uns beschäftigen. Rein theoretisch können wir uns auch eine Staffelei kaufen, damit wir hier noch nebenbei ein bisschen was zu tun haben. Fände ich persönlich jedenfalls ganz schön. Nur dieses Staffelei-Design gefällt mir einfach überhaupt nicht. Nicht mal was Weißes oder so. Ah, nicht gut. So, die stelle ich mal in die Küche. Weil da das Blau ganz gut hinpasst. So. Und dann haben die beiden hier wenigstens ein bisschen was zu tun. Haben sie ein bisschen mehr Beschäftigung für sich. So, und hiermit können wir, glaube ich, den neuen Besitz bewundern. Das können wir auf jeden Fall mal machen. So, mal wegstreichen hier. Chris hat sonst noch Hunger, dann darf er natürlich auch gerne mal was essen. Hallo, Kühlschrank. Öffnen und dann werden wir uns einfach mal an dem Grillkäse bedienen. Hier erstmal futtern, mein lieber Chris. Und dann kannst du gerne hier oben im Bett verschwinden. Ach, die Zimmer sehen jetzt auch viel wohnlicher aus. Muss man ja mal betonen. So, neuen Besitz bewundert. Sehr schön. Dann können wir mal ein paar Witze erzählen. So, ich gucke jetzt auch mal bei den Fähigkeiten parallel rein. Seht ihr, es ist nicht die Schelmfähigkeit. Es ist die Comedy-Fähigkeit, die da hochgeht. Ist an sich auch nicht verkehrt. Aber für Schelm müssen wir anscheinend mit den anderen uns beschäftigen. Schelmische Sims sind kleine Frechdachse, die andere Sims gerne austricksen, ihnen Streiche spielen oder sie auf andere Weise veräppeln. Das Leben ist eine einzige Party und schelmische Sims lieben es, anderen diese Party zu vermiesen. Schelmigkeit wird hauptsächlich durch soziale Interaktion und durch die Voodoo-Puppe erworben. Wird diese Fähigkeit verbessert, werden neue schelmische Interaktionen an der Voodoo-Puppe, am Computer und am Telefon freigeschaltet. Alles klar, also das Mikrofon bringt uns nicht wirklich was. Wir sind jetzt vielleicht ein bisschen lustiger, aber nicht schelmischer. Bestellung, wir könnten die Voodoo-Puppe rein theoretisch kaufen. Aber das ist ganz schön teuer. Also müssen wir für die Voodoo-Puppe sparen. Kontakte knüpfen. Ja, wir könnten nochmal einen Kettenbrief verschicken. Das bringt es bestimmt voll gut. Hier machen wir mal an Elena Hilgers. Mit der haben wir uns jetzt auch so gut angefreundet. So, und Chris geht ins Bett. Sehr schön, dann haben wir jetzt hier... Also ich finde Sims 4 mit 2 Sims zu spielen wirklich ideal. Also das ist für mich momentan so die beste Variante, die ich bis jetzt gefunden habe. Weil man sich wirklich immer abwechseln kann. Und die anderen nie vernachlässigt oder so. Das ist wirklich gut, finde ich. So, Comedy, kurzen Auftritt verfassen, Witze schreiben. Das ist alles nicht so das Gelbe vom Ei. Oh, es klopft mal wieder. Wer ist denn da vor der Tür? Klopfen tut doch sonst nur Chanel Cheyenne. Oh, hallo, wer bist du denn? Du bist, stellen wir uns mal lustig vor. Lockere Unterhaltung mit Joe und Kati. Ah, wie heißt du denn komplett? Zeig dich doch mal. Kati
Kontert? Man weiß es nicht. Aber sehr süß. Ich mag die Kati. So, wenn wir immer den Tag verschönern, erstmal ein bisschen positive Energie hier verstreuen. So, und dann können wir mal nach ihrer Karriere fragen. Na, hallo. Wie sie lacht. So, und dann versuchen wir mal ein bisschen schelmisch zu sein. Unfug, weil wir sie mal erschrecken. So, und Kati ist arbeitslos, ist ja traurig. Wow, Bubu. Aber sie können beide drüber lachen, sehr schön. Und ja, ich hoffe auch, ihr hattet viel Spaß heute hier beim Zusehen und dass wir uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wiedersehen. Meine Fräse, ey. Okay, dann bis zum nächsten Mal und ciao.